Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Matic. Savic. Ab auf die Flanke. Die Flanke von Maitland-Niles. Muslera hat alles unter Kontrolle. Fabinho. Ein schwacher Pass. Ball ist draußen, Einwurf. Shaw. Cristiano Ronaldo. Hier ist Coman. Ja, das muss man schon aufhalten. Savic. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Da muss er doch einfach mal mit gutem Auge den Kopf hochnehmen und den eigenen Mitspieler mitnehmen. Warum denn nicht? Was für ein Tor! Da ist die Möglichkeit. Oh, Freunde, was für ein wunderbares Tor! Irgendwie hat man das kommen sehen. Genau so haben sie sich das vorgestellt. Den Gegner früh unter Druck setzen, die Kugel erobern und dann alles richtig machen. Sie haben es getan und das ist das Tor. Damit geht es wieder komplett von vorne los. Die Koordinaten in dieser Partie sind neu gestellt. Es steht unentschieden und die große Frage jetzt, wer von den beiden will den Sieg? Wer von den beiden ist mit dem Unentschieden zufrieden? Und beinahe hätten sie dafür die Quittung bekommen. Und er nutzte die Chance. Das wird nichts. Weit vorbei. Da haut er einfach mal drauf. Das hätte was werden können. Flanke Wadi. Kompromisslos weggeschlagen. Der Passversuch. Er ist nicht vom Ball zu trennen. Maitland-Niles. Cristiano Ronaldo. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Savic. Kommt der an? Maitland-Niles. Ja, schickes Zusammenspiel. Das war's. Halbzeit. Dieses Spiel ist wirklich herausragend. Sie haben bis hierhin was verpasst. Aktueller Zwischenstand 1:1 zur Pause. 1:1 unentschieden bis hierhin. Mal gucken, was noch kommt. Die zweite Hälfte öffnet ihre Tore. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren Aufwand belohnen. Matic. Jetzt ist über sich gefragt. Ja, da hat er ihn erwischt. Ganz schön dünnes Eis für ihn, also viel mehr darf er sich nicht erlauben. Jetzt sollte er mal langsam auf die Übermotivationsbremse treten, sonst fliegt er irgendwann. Cristiano Ronaldo sieht hier seine Gelegenheit. Cristiano Ronaldo. Einfach beeindruckend. Fantastisch von Cristiano
vergessen Sie es und schauen Sie sich dieses Tor an. Wunderbarer Treffer eines großen und teuren Spielers. Vielleicht sogar der entscheidende Moment in dieser Partie. Mein lieber Schwan, was sieht er da für ein Ding aus dem Schuh? Standardsituationen sind seine große Stärke. Und wenn wir das hier sehen, dann dürfen wir feststellen, sie sind seine ganz große Stärke. Jetzt sind sie vorne. So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. Jamie Vardy. Cristiano Ronaldo. Maitland-Niles. Ein klasse Zuspiel. Das sieht gut aus. Jetzt der Schuss. Der Pass kam genau richtig. Schwierige Situation für die Unparteiischen, aber die haben alles richtig gemacht. Es war kein Abseits. Ein Treffer, wenn er denn gefallen wäre, hätte gezählt. Da kommt der Pass in die Gasse. Ah, toll auf und die Möglichkeit. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Das sehe ich ganz genauso. Spielverlagerung auf die linke Seite. Mandzukic. Er findet Coman. Ja, und damit verhindert er den Gegentreffer. Ein sehr kluger Pass. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Savic. Hier ist Mandzukic. Maitland-Niles. Rakitic. Der Ball kommt zu Coman. Ein Fußballkünstler. Da kann er sich lösen. Das ist ein Foul. An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Fabinho. Das ist die Möglichkeit. Rashford ist abseits. Savic. Nur noch eine Viertelstunde. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Egal, wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Mario Mandzukic mit der Chance. Er bringt ihn. Der Pass ideal getimt. Schöner Angriff. Der Pass kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können, aber er scheitert im entscheidenden Moment. Coman. Nein, da geht die Fahne hoch.
Maitland Niles. Hat ja zuvor schon einen Treffer vorbereitet. Flanke, rein. Abschluss! So günstig bekommen sie es möglicherweise nicht mehr. Sie bleiben in Führung und der Dank dafür geht an den eigenen Torhüter und nur an den. Versucht ihn da zu klären. Es geht über die linke Seite. Bin gespannt, was sie daraus machen. Schlauer Pass. Matic. Ein klasse Zuspiel. Macht er den? Und er schießt. Er sitzt. Sie schaffen es zurück in dieses Spiel. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Ausgeglichenes Spiel, aber ein paar Sekunden haben wir noch. Er ist vorbei! Ja, das sah schon nach Foulspiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Na klar war das kein schönes Foul, aber die Frage ist erlaubt, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass der so alleine hätte durchmarschieren können? Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt. Na, das ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht für ihn Rakitic. Als Aluminium. Raus damit. Der letzte Angriff. Jetzt muss etwas passieren. Bockstarke Aktion. Chance für Maitland Niles. Er bringt. Er schießt. Ja, ist er denn verrückt? Jetzt fliegt hier das Dach weg. Heimlich still und leise sich von allen weggeschlichen. Da dürfte er sich selbst gewundert haben. Ups, wieso habe ich denn hier mitten im 16-Meter-Raum alle Freiheit der Welt? Abpfiff, das Spiel ist beendet. Die Mannschaft hat gezeigt, wie gefestigt.